Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist der 24. Dezember und wir machen die Kiste dicht. Heute ist der letzte Tag dieser kleinen Videoserie und Apple hat mir die Freude gemacht, einen Kopfhörer kaufen zu dürfen, der sich AirPods Max nennt. Und der ist natürlich das perfekte Produkt für den 24. Dezember. Es ist immer ein bisschen schwierig, ein Produkt für diesen speziellen Tag zu finden. Und in diesem Jahr war es sehr leicht, weil dieser Kopfhörer sehr spät im Dezember kam, damit nicht geplant werden konnte. Aber jetzt, am 24. kann ich Ihnen vorstellen, es ist außerdem ein fantastischer Kopfhörer. Ich mag ihn sehr. Er klingt fantastisch und er lässt sich noch besser bedienen. Ich mag sehr, dass er keinen Ein- und Ausschalter hat und zwischen all meinen Geräten wechselt, so dem iPad, dem Mac, der Watch und dem iPhone. Ich bin sehr glücklich in diesem kleinen Ökosystem mit diesem einen Kopfhörer. Und er beantwortet mir unter anderem die Frage, welchen Kopfhörer ich mir noch in den nächsten 5 Jahren kaufe, weil die Antwort ist, erstmal kein, weil der sollte mich für mehrere Jahre glücklich machen. Er war zumindest so teuer. Mit seinen Buttons ist er sehr leicht zu bedienen. Es gibt ja nur zwei. Es gibt ja die Krone, die auch ein Button ist. Und es gibt den Button-Button, der zwischen den Modi Transparenzmodus und Geräuschunterdrückung hin und her wechselt. Und wenn man dann noch so einstreut, dass so Siri die Nachrichten reinreicht, dann ist das so ein bisschen, es fühlt sich so ein bisschen wie AR für die Ohren an. Ein toller Kopfhörer, der in verschiedenen Farben kommt. Ich mag, dass Farben vertreten sind und nicht nur irgendwie Space Gray, so, sondern dass Apple mal farbige Produkte wieder macht. Man kann sich über die Farben und den Geschmack lange auslassen, aber dass es überhaupt Farben mal wieder gibt, finde ich sehr löblich. Was ich nicht löblich finde, ist dieses Case, das ist nämlich Mist, und dieses Kabel, was man dazu kaufen muss, um eine Kabelverbindung zu haben, ist so dünn, man glaubt so ein bisschen, dass es eine Fälschung ist. Also so ein dünnes Kabel für so viel Geld, das ist so ein bisschen problematisch, würde ich es fast nennen. Man hätte ein schönes Kabel produzieren können. Dieses Mesh-Netz, was hier auf dem Bügel ist, verbaut ist, das sitzt sehr nett auf dem Kopf und lässt mich diesen Kopfhörer für mehrere Stunden tragen. Ich habe damit schon Podcasts aufgenommen und auch schon die ein oder andere Serie geschaut. Und ich habe sogar wieder angefangen, Musik zu hören. Das alles ermöglicht so ein kleiner Kopfhörer. Ich mag Kopfhörer. Kopfhörer sind in meinem Leben sehr präsent und dieser hier wird mich für die nächste Zeit begleiten. Dazu mehr dann noch demnächst, weil das sind jetzt nur so die ersten Tage, die ich mit diesem Kopfhörer verbracht habe und ich bin sehr gespannt, wie er sich weiter schlägt. Vielen Dank fürs Zuschauen. So ganz generell für diese ganze Zeit im Dezember. Es ist immer so ein bisschen komplex, die Produkte zusammenzusuchen und hierher schicken zu lassen, beziehungsweise zu kaufen, die zu organisieren, ganz generell. Das ist so ein Großteil der Arbeit, der so hinter der Bühne geschieht und wo ich Danke sagen muss an Leuten, die mir da geholfen haben und mir selbst auf die Schulter klopfen muss, weil ich es teilweise selbst machen musste. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ganz ernsthaft, das ist ja so ein bisschen Spaß, den wir im Dezember mit so einer Schnellvorstellung haben. Für einige von diesen Produkten plane ich noch so längere Besprechungen, weil da reicht so ein 2-3 spontan zusammengesprochenes Video nicht. In diesem Sinne, wir lesen uns im iPhone-Blog. Vielen Dank fürs Zuschauen noch einmal und euch schöne Weihnachten und einen guten Ausklang von diesem ganz besonderen Jahr.